Weil du dir jeden Tag einen Mental Breakdown. Das ist absolut korrekt. Nee, das Auto wird noch auf dem Dach sein. Das kriege ich jetzt nicht runter. Tarion, Melody, ich weiß nicht, was die letzten Tage passiert ist. Ich bin heute am Strand aufgewacht. Ich befürchte, dass ich mich die letzten Tage abgeschossen habe, denn ich stinke wie ein besoffenes Wildschwein. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass mir die Bank eine Absage verpasst hat. Mein Freund und Arzt hat mir aber ein paar alte Kontaktlinsen geschenkt. Ich bin joblos, musste meine Wohnung aufgeben und bin am Boden. Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ich lege noch ein kleines Nickerchen ein und werde gegen Abend wieder Flaschen sammeln gehen. Falls du mich suchst, ich bin am Strand beim Riesenrad. Ich liebe diese Umschreibung. Also er wollte sich anscheinend eine neue Grafikkarte kaufen, musste irgendwie einen Kredit aufnehmen oder so. Es hat aber nicht funktioniert. Aber ein Kumpel von ihm hat noch eine alte Grafikkarte gehabt und deswegen. Oh mein Gott. Das ist so. Warum steht er nicht? Wann habe ich denn jetzt meinen Termin? So, nochmal. Ich brauche ein neues Bild. Wir posten mal ein neues Bild. Die letzten Termine für diese Woche werden bereits vergeben. Ansonsten ist eure Therapeutin wieder ab Montag für euch zurück. Ihr könnt einfach. Warte. Lebt das Wochenende ohne Hemmungen, ohne Rücksicht. Lasst so viel Wasser wie nur möglich ins Fass tröpfeln. Ich sorge dann wieder dafür, dass noch mehr Wasser reinkommt. Das Wasser statt Fass geschrieben. Oh, Wasser ins Wasser. Oh. Okay. Ich kann nicht mit 3 Monaten und Dragon Ball dann 5 Monate. Was ist das denn? Ist das Jonathan? Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Ich habe gerade so random draufgeklickt. Warum passiert hier nichts?
war das? Bietet an. Was bietet der denn an? Okay. Und wir müssen es anziehen. Ach, das würde ich schon gerne mal wieder tragen, ne? Passt nichts so. Oh, jetzt sag bloß, dieses Hemd passt dazu. Ich glaube, wir nehmen die Shorts mit der Netzstrumpfhose mal. Ja. Outfit of the day. Oh nein, nicht die Panty. Mann, nee, das kann doch nicht sein, dass dieses Hemd auch wirklich gut aussieht. Okay. Und noch eine Kette. Texas muss sein. Dafür müssen wir uns alle Zeit der Welt nehmen. Ihr kennt das, ja? Da müssen wir durch. Ich habe halt auch wieder, ich habe meine Klamotten heute aussortiert. Ich habe auch wieder meine Hemden gefunden. Ich habe auch so solche Hemden habe ich auch halt in rosa und so. Ich liebe die Hemden. Die sind so stylisch. Habe ich auch einige von. Mal gucken, welche Woche anziehen vielleicht. Auf Polaris. Ich habe viele neue Klamotten mir rausgeholt. So. Ja, diese Holzfällerhemden. Ja. Ja, den Termin, den habe ich schon voll verpasst. Ich hatte ja 20 Uhr Termin gehabt heute. Hallo? Hallo? Ja? Kennst du zufällig einen Jonathan mit roten Haaren und ich glaube einer weißen oder ja? Das kommt drauf an, ob ich den kenne. Warum, um was geht's? Naja, ich suche ihn. Ach so. Nee, ich kenne ihn nicht. Wie kommst du darauf, dass ich den kenne? Wer ist denn da?
Ja, Max, wir haben uns mal beim Dingens, bei der Tankstelle getroffen. Du hast mir deine Nummer gegeben. Ach so, und brauchst du was von Jonathan? Ja, eventuell. Was denn? Vielleicht kann ich ihn doch. Na, weiß nicht. Was brauchst du denn von ihm? Ja, der war gestern auf dem Schrottplatz und war da am Sammeln. Und ja, ich wollte ihm ein paar von seinen ja, gesammelten Materialien abkaufen. Ach so. Nee, doch nicht. Also, ja, ich kenne den, aber du solltest aufpassen, weil der wird dich ein bisschen übers Ohr hauen. Also, der wird Ach, dir ja. wahrscheinlich überteuerte Dinge anbieten. Ja, ist ja egal. Okay. Ja, Kannst ja aber. meine Nummer weitergeben und soll sich einfach bei mir melden. Okay. Mach ich. Ah, das wäre super. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Bin doch hier nicht die stille Post. Wo sind wir denn hier? Ich will einfach fahren. Ich vergesse mal durchzusehen, dass ich einen Anrufliste habe. Mich haben ja Leute angerufen. Hallo, ist Melody. Hey Melody, ja, ich hatte gestern schon probiert, bei dir anzurufen. Ja. Und zwar, weil ich krieg eine Show bei Bayflix und das ist Morgen ohne Sorgen. Und ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass du viele Probleme hast. Und ich dachte mir, vielleicht könnte man die in der Show klären, so vor Kamera und so. Ja, also Probleme würde ich das nicht nennen, aber ich habe viel zu erzählen, ja? Ja, genau, und deswegen, da kann man bestimmt dir helfen und so, und danach bist du ganz glücklich und so. Macht ihr da auch so Wiedervereinigung und sowas? Das muss ich mit den Produzenten klären. Ich bin ja nur so der Show, also ich bin ja nur der, ich weiß nicht, was ich bin, aber der Wichtige vor der Kamera so. Ah ja, okay. Ja, also ich wäre auf jeden Fall dafür zu haben, na klar. Okay, super. Dann bist du die Nummer zwei. Da brauche ich nur noch einen dritten. Okay, wer ist denn Nummer eins? Moment, ich habe mir das eingespeichert. Ja. Moment, weil das habe ich mir notiert natürlich, aber das kann ich nicht auswendig wissen, weil ich habe so viele Leute um mich herum und so. Ja, das ist gar kein Problem. Das ist Toni Rice. Ja, der hat Ja, viele das ist die Probleme. Eins. Ja, genau, das habe ich schon gehört von seinen Freunden und so und deswegen, aber ich kenne seine Probleme noch gar nicht, weil das muss ja authentisch dann und so sein. Ja, okay. Und wann macht ihr das denn? Ich muss das jetzt noch klären mit meinem Produzenten und so. Okay. Ich werde mich dann noch mal melden, auf jeden Fall. Brauchst du sonst noch Leute als Vorschlag, die viele Probleme haben? Ja, ich nehme immer Vorschläge gerne an. Also ich weiß nicht, wo er ist und so, aber wenn du ihn erreichen kannst, ich weiß, dass da so ein gewisser Pinsel Hobbs hat ganz viele Probleme. Okay. So richtig viel. Echt? Der                                                                                                                                                                                                                                                                                      װ 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          】     װ          】     װ          】││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 
Er hat mich mal bedroht. Ja, was denkst du, warum er das gemacht hat? Das ist echt heavy bei ihm. Da hast du so richtig viel Einschaltquoten. Oh ja, das klingt echt gut, weil bisher steht nur fest, dass ich eine Staffel mit 3 Folgen bekomme, aber ich will ja richtig gut sein und so, dass ich dann auch eine 2. Staffel bekomme. Ja, und das würde die Einschaltquoten auf jeden Fall steigern. Oh, okay. Hast du seine Nummer zufällig? Ja, warte, kann ich schnell mal gucken hier? Ja, warte. Das wäre echt super. Oh, ich gebe dir die natürlich. Das ist die 788? Ja, 788. 615. Okay, super. Und wie gesagt, ich melde mich nochmal. Ich muss das halt noch klären mit dem Produzenten und so. In Ordnung, dann melde ich bei mir. Oh, okay, super. Dann hab noch einen schönen Abend und so. Und vielleicht melde ich mich schon später, aber muss ich gucken. Okay. Okay, tschüssi. Tschüss. Oh Gott. Witzige Idee. Tony! Ja? Du bist... Ja? Ja, wo bist du denn? Na, hier, seit 20 Uhr. Echt? Ich such dich hier die ganze Zeit. Bin ich falsch? Ich stehe hier an der Garage, wo wir uns treffen wollten. Oh Gott, ich bin auf der ganz falschen Seite. Okay. Ich bin in 2 Minuten da. Okay. Bis gleich. Ja, na klar. Ja, die klingen alle gleich, ne? Oh Gott, warte, der wirklich die ganze Zeit? Oh nein! Nein. Wie viele Nummern kann man haben? Melodie, ja. Ich hab alle Nummern! Ich schwöre, ich hab alle Nummern! Ich hab alle Nummern gefühlt. Jetzt rufen die Leute mich mittlerweile an. Gestern Dana, jetzt der, ja, sag mal, kennst du den? Sag mal, kennst du den? Dann hast du Informationen. Melody, du kennst doch alle. Bin ich jetzt hier? Was da? Stefano! Ja, du hast angerufen. Ja, du hast angerufen. Ja, weil du angerufen hast, habe ich angerufen. Ach so, ich habe angerufen, weil du angerufen hast. Was laberst du mal gerade? Du hast gestern angerufen, anscheinend. Ja, egal. Ja, was wolltest du denn? Ich habe jetzt erstmal Sitzung und dann rufst du dich zurück. Ah, okay, ja, bis dann. Bis dann. Jetzt bin ich irgendwie umziehen. Die Spinnennetz hat ihre Fäden bei allen angedockt. Ich wirklich. Was ist er denn? Kam wieder für 3 Monate. Boah, dieser Ort, der ist so. Auch mit diesen Geräuschen jetzt. Hallo?
Ja, hallo. Du bist schön. Dass es geklappt. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja. Natürlich, wir waren noch verabredet. Ja, genau. 20 Uhr. Ich war schon 20:02 da, also ich habe mich ein bisschen verspätet. Ist das okay? Ja, ich sehe mal drüber hinweg. Alter, ich krieg einen Anruf. Ich leg auf. Okay. Bestenfalls solltest du Flugmodus reinmachen. Ja, okay. Ist erledigt. Sehr gut. Dann komm mit. Okay. Bin genau hinter dir. Ja, richtig so. Es ist halt ganz anders aus. Sarah, ja. Ja, ist mein Business-Outfit. Okay. Freundlich, auf jeden Fall. Freundlich? Noch? Ich hab ja schon gehört, du kannst Leuten helfen. Das ist korrekt. Okay. Ich beeil mich ja schon. Du wirst mich jetzt aber nicht terrorisieren? Oder? Ich werde dich terrorisieren. Ah, okay, weil ich hatte einen ganz schlimmen Traum. Was denn? Ich nach der Poolparty gestern, da habe ich dann bei zwei Mädels geschlafen auf der Couch und bin auf einmal in der Nacht aufgewacht, weil ich von so einem Clown mit roten Haaren geträumt habe. Und von dir. Du warst auch ganz einschüchternd. Von mir? Ja. Ja. Das ist aber süß. Okay. War ein Albtraum. Weil morgen ist Freitag der 13. Oh, tatsächlich, du hast recht. Ist wirklich so. Ja, das war so ein... Scheiße. Okay. Ich hab mir auch was anderes angezogen. Du hast dir gesagt, das Hemd steht mir nicht. Und die Brille auch nicht. Ich bin hinter dir. Du ziehst dir extra was anderes an, weil ich das gesagt hab? Du bist einschüchternd. Magst du sowas? Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Naja, wir sind hier ehrlich und direkt. Frag dich, ob du sowas magst. Ich muss dir vertrauen. Ja. Ja, kommt drauf. Ja, natürlich. Gut. Sehr gut. Warte, ich muss noch ins Telefon. Ja, hallo Melody hier. Hallo, hier ist May. Hey May, ich habe gerade eine Sitzung. Ich melde mich später bei dir. Okay. Also, ich habe nie Flugmodus drin. Du schon. Jetzt ja. Sehr gut. Okay. Wollen wir nicht noch eine Zuckerwatte? Ah, hier, nein. Der hat geschlossen. Okay. Ich bin genug Süßigkeit. Zucker, ja. Ich habe jetzt aber auch nichts dabei. Zigarette, willst du eine? Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe nur welche dabei. Oh. So, okay. Dann werden wir uns hier platzieren, an diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Ja. Setz dich. Okay. Schöner Ort. Auf jeden Fall. Absolut. Warst du schon mal hier? Nee. Doch. Nee. Oder? Ich weiß nicht. Kann sein. Okay, also noch keine Dates oder so hier gehabt? Dates? Ja. Nee, also ich habe Haufen Nummern von Frauen, aber ich schlag den am Ende immer irgendwie ins Gesicht und ja. Okay, na gut. Dann fangen wir an. Also ich lege meine Akte für dich an. Ja, okay. Tony Rice, richtig? Korrekte Morgen. Wie alt bist du, Tony? 34. In Ordnung. So, dann fang doch an. Was geht so in deinem Kopf los?
Also, seit ich hier in Los Santos gelandet bin, war mein Leben alles andere als, naja, in Ordnung. Ich ich führe ein normales Leben und ich habe da jemanden kennengelernt, der heißt David Feldhorst oder Vollhorst, Feldhaus heißt der, genau. Und der hat mich immer in Situationen reingebracht und mich geschlagen. Ich hasse ihn. Und der hat uns unterstellt, dass wir kriminell sind, weil wir sind die Pineapples und wir haben böse Dinge getan mit dem Italiener. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich hier soll. Okay, weiter? Ja, dann war da noch dieser komische rothaarige Clown mit dem blauen Schal. Der hat mich einfach vom Motorrad geboxt und schlägt mich immer, wenn ich an der Tankstelle stehe. Dann hatten wir beim Italiener so eine Situation, da habe ich ihn eingesperrt und er war halt drinne und dann haben wir so ein Türspiel gespielt und der wollte unbedingt raus, aber ja, er ist dann auch rausgekommen und ja, seitdem habe ich einen Cringe mit dem und das ist so echt belastend für mich. Du hast einen Cringe mit ihm? Ja. Wie meinst du das? Er schlägt mich immer zusammen. Ich meine, guck mich an. Immer blaue Augen. Und diese Albträume, die hören einfach nicht auf. Oh. Okay. Wie sieht's aus mit deinem Liebesleben? Erzähl mir alles. Liebesleben. Ich liebe mich. Ich habe eine Frau kennengelernt, die ich eventuell näher kennenlernen möchte, aber mich nicht getraut habe, weil ich ihr irgendwann ins Gesicht geboxt hat. Die hat mich provoziert. Ja. Und seitdem ich bin eigentlich nicht hier, um eine Frau kennenzulernen, aber die mag ich halt. Aber ich glaube, ich hab's bei ihr verkackt. So richtig. Okay, wir arbeiten hier mit Namen. Wie heißt die Frau? Sie heißt Sarah. Nachname? Peters. Peters? Ja. Sarah mit Z. Ganz komisch, ja. Okay. Wieso? Also, du wirst sie jetzt kontaktieren, oder? Also, bitte? Nicht? Ich hatte Schnupfen. Nee, natürlich nicht, aber um mit dir zu kommunizieren, arbeite ich immer gern direkt mit den Namen, weißt du? Damit ich nicht sage Frau 1, Frau 2, bla bla bla. Okay, verstehe. Gut. Ja. Okay, und was fasziniert dich an ihr? Sie hat so ein schönes Outfit, Wölkchen, sie lacht gerne. Und wir hatten eigentlich eine schöne Zeit bisher miteinander. Ja, wir haben immer tolle Dinge unternommen. Wir waren dann mal im Bubble Tea Stand oder zusammen shoppen. Wir waren im Casino bei einer Gala. Und das war eigentlich ganz toll. Ja, schon. Wie sieht sie aus? Lila Haare. Lange Haare. Kriegt meistens einen hellblauen Pullover mit weißen Wölkchen dran. Ja, Augenfarbe. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen. Okay, ich verstehe. Wirklich? Natürlich. Scheiße. Ich verstehe dich voll und ganz, Tony. Du bist nicht allein. Ich verstehe deine Ängste. Okay, warum willst du denn alles über mein Liebesleben wissen? Naja, also ich mache hier gerade eine Erstanalyse und um dich komplett zu verstehen, muss ich einmal jeglichen Bereich hier durchforsten. Okay. Und wie sieht's aus mit, abgesehen von diesem rothaarigen Clown, anderen Feindschaften? David Feldhaus. Er war mein bester Kumpel. Und der hat so Wuschelkopfhaare. Der ist eigentlich ganz schüchtern. Er legt sich auch immer mit jedem an, aber der weiß nicht, was er will. Und der hat sich dann irgendwann
ja, von der Gruppe gelöst. Keine Ahnung, der will nicht kriminell sein. Wir sind hier nicht kriminell in dieser Stadt. Ja. Okay. Ein Arschloch. Aber dem zahlen wir es bald ein. Morgen. Und wie? Nee, nicht sagen. Steig die Klappe. Scheiße. Okay, und also kannst du mir ruhig alles sagen. Das ist alles nicht wertend hier. Okay. Also morgen am Freitag, dem 13., da werden wir uns verkleiden. Als Clowns oder als Wölfe. Und dann gehen wir in den... auf den Friedhof. Genau. Und dann werden wir ihm zeigen, was wir von ihm halten. Keine Ahnung. Jemand will ein Messer mitbringen. Vielleicht kitzeln wir alles aus ihm raus. Und wer, wenn du von wir sprichst, wer ist damit gemeint? Naja. Die Leute... Ja, meine Kumpels. Wer denn? Raoul von Quickie. Sarah. Und Nila vom MD. Nila, also nie langweilig. Nila. Genau, ja. Das wären alle. Verstehe. Ja, hört sich ja eigentlich ganz lustig an, ne? Mal gucken. Okay. Also Sarah ist auch wieder dabei, ja? Klar. Und würdest du sagen, wenn Sarah dabei ist, handelst du irrational? Ich handle auf jeden Fall anders. Ich benehme mich in ihrer Gegenwart auf jeden Fall ganz anders. Und willst du mit ihr zusammenkommen? Nee, erstmal kennenlernen. Nee, erstmal also, kennenlernen. Also, wenn du sagst, du willst sie kennenlernen, dann deutet das doch darauf hin, dass du gern was mit ihr anfangen willst, oder? Eventuell ja, du bist hier die Expertin. Ja, deswegen frage ich dich ja, Toni. Also, ich kann dir schon mal im Vornherein sagen. Toni. Ja? Du bist so ein unfassbar attraktiver und toller Mann. Auf gar keinen Fall solltest du dich auf irgendeine Frau einlassen, die dich wahrscheinlich noch nicht mal beim ersten Mal so richtig wahrgenommen hat. Und zwar als das, was du bist, mit deinen tollen Eigenschaften und so. Ich frage mich, warum es noch nicht passiert ist, dass ihr euch bereits kennengelernt habt. Das muss daran liegen, dass Sarah wahrscheinlich so ein bisschen, naja, halt nicht so deinen Wert sieht. Und deswegen solltest du dich mit Menschen abgeben, die deinen Wert sehen. Und ich weiß nicht, willst du wirklich dich dahin begeben und jemanden kennenlernen und jemanden dann vielleicht so toll zu finden, dass du ihr so eine Pistole gibst, die sie dann auf deine Brust halten kann und der Trigger ist schon bereits fast getriggert? Du machst dich damit nur verwundbar, Toni. Also, ich würde an deiner Stelle aufpassen, wen du dich anvertraust. Das könnte nur noch ein bisschen schmerzhafter für dich werden. Okay. Ja, das will ich ja verhindern. Ich, wie gesagt, der Plan war auf keinen Fall, hier irgendwen kennenzulernen. Aber wenn das jetzt halt so ist, dass ich jemanden kennenlernen möchte, dann ist es schwierig. Was soll ich denn jetzt deiner Meinung nach machen? Wie soll ich jetzt vorgehen? Soll ich jetzt mit ihr reden? Das kann ich nicht. Ich kann ja nicht sagen, dass ich eigentlich was mit ihr machen möchte, aber sie weiß davon noch nichts. Wie wär's denn, wenn du deine Freiheiten genießt und deine Freiheiten als freier Vogel dir nachgehst? Triff dich mit vielen Frauen, mach was mit vielen Frauen. Das mache ich ja nebenbei. Die Poolparty gestern. Die fahren auf immer im Bikini. Schreibt sie das auf. Die waren auf immer im Bikini, ja. Keine Ahnung, die habe ich an der Tankstelle getroffen und willst du nicht heute bei uns zur Poolparty kommen? War eine Privatparty. Ja, und wir haben uns auch ausgezogen. Ja, ich hatte meine Herzschlüppi an. Und dann haben wir da getanzt im Pool. Ja. War auch sehr cool und dann bin ich da auf der Couch auch eingeschlafen. Zwischen den beiden Frauen. Ich weiß nicht. Ja, ich hab's sehr genossen. Ja. Eigentlich okay. Schon. So einer bist du also. Ich wurde reingezwungen. Das war keine Absicht. Inwiefern wurdest du reingezwungen? Ich hab mich einfach mitgeschleppt.
Warum hast du nicht Nein gesagt? Das ist eine gute Frage. Naja, weil nichts los war an der Tankstelle. Vielleicht bin ich deshalb einfach mit. Aus Langeweile? Ich denke schon. Hm. Und so eine Party nebenbei kann ja schon ganz witzig sein. Würdest du... stellen wir uns vor, du wärst eine von diesen beiden Frauen gestern gewesen. Und die sehen dich. Was meinst du, wenn du ein Tier wärst, als welches Tier würden sie dich betiteln? Ein Tiger. Okay, warum? Ja, warum? Weil ich nicht lang schnacke, sondern einfach gleich loslege. Ich denke, ich habe genug Selbstvertrauen gegenüber den Frauen gezeigt. Ich bin auch, denke ich mal, sehr hinterlistig manchmal. Wenn ich was haben will, dann kriege ich das auch. Ich denke mal, das macht mich attraktiv. Genau wie die Badeschlüppe, die ich anhatte. Okay. Also, Toni, du hast mir erst einen ganz anderen Eindruck gemacht und jetzt sagst du das so, dass du ziemlich nur, wenn du was haben willst, dann kriegst du das auch. So einer bist du doch. Du kitzelst hier offenbar alles aus mir raus. Also, ja, ich kann mich gut verstellen. Ich will ja auch als Schauspieler anfangen bald. Da muss ich alles können. Ja. Okay, also bist du gar nicht so, wie du vorgibst? Ja. Okay. Ich kann anders sein. Ja. Und wen hast du das bereits gezeigt, wie du eigentlich bist? Nur dir gerade. Also, ich hab's dir offenkundig gesagt, dass ich mal so bin, mal so bin. Sonst keinem. Und warum machst du das? Ich würde mir gerne einen Namen hier machen, so in der Stadt. Also, die macht mich fertig. Also, ich will ja nicht unbedingt, ich finde keine Antwort darauf. Oh, du kannst ruhig drüber nachdenken, ist nicht schlimm, ist nicht wertend. Okay. Ja, schon, ich würde schon gern ein bisschen krimineller werden, aber ich traue mich nicht. Ich versuche immer in der Gruppe mit den Leuten, mit denen ich so unterwegs bin, ja, recht normal zu wirken, weil die auch normal sind. Aber eigentlich würde ich gerne mehr wollen. Denn wer hat hier nicht kriminelle Geschichten erlebt? Oder wer ist hier nicht kriminell in dieser Stadt? Ja. Okay, die Leute, mit denen du zu tun hast, die sind alle nicht kriminell. Würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Die haben sich alle mal eine Ananasmaske angezogen und haben dann das Auto vom Italiener kaputt gemacht. Ja, die Scheiben eingedroschen. Die haben auch Messer dabei immer und haben andere gefoltert. Ist alles schon passiert. Warst du mit beim Schrottplatz? Da waren auch so diese Ananasköpfe. Ja, da war ich auch. Dabei? Ah, du warst mit da. Warst du dabei? Ja, ich war mit jemandem da und wir haben das Auto in die Luft gejagt. Herr Wiesel heißt der hat mir seine Nummer gegeben und ja. Ja, genau. Das war mit dem Auto von Snitchman oder wie der hieß. Ja, von Richman. Wieso lachst du dabei? Ach, nur so, ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, weil ich ja so viel weiß über jeden. Okay. Okay. Ja, warst du also dabei? Ja, dann weißt du ja, was für einer ich bin. Also von mir musst du dich auf gar keinen Fall verstellen. Du kannst bei mir sein, wer auch immer du sein möchtest. Du kannst sagen, nach was auch immer es dir beliebt, du kannst immer aussprechen, was du denkst. Gut, okay.
So, also, seit du in der Sonne gelandet bist, war dein Leben als alles andere als in Ordnung. Du führst ein recht normales Leben und du hast jemanden kennengelernt, der David Feldhaus heißt. Der hat dich immer in Situationen reingebracht und der hat dich immer geschlagen und du hast ihn. Er unterstellt dir, dass du kriminell bist und dass du kriminell bist, richtig? Ja. Genau, denn ihr habt böse Dinge mit dem Italiener getan und es gab einen rothaarigen Clown mit einem blauen Schal und der hat dich vom Motorrad geboxt und der schlägt dich immer an der Tankstelle. Du hast ihn beim Italiener eingesperrt, der war halt drin und da habt ihr so ein Türspiel gespielt und der ist dann auch rausgekommen, seitdem hast du einen Cringe mit dem. Du liebst dich selber, du hast eine Frau kennengelernt, die du eventuell besser kennenlernen möchtest, aber du hast dich nicht getraut, weil du hast sie irgendwann ins Gesicht geboxt und die hat dich provoziert. Eigentlich bist du nicht hier, um eine Frau kennenzulernen, aber die Sarah, die hat so ein schönes Outfit mit so Wölkchen und sie lacht gern und hatte bisher eine schöne Zeit, hattest du mit ihr gehabt. Ihr wart am Bubble Tea Stand, ihr wart Shop, ihr wart im Casino, ihr wart in der Gala und das war eigentlich ganz toll und sie hat lila lange Haare, trägt meistens einen hellblauen Pullover mit Wölkchen dran. Mhm. David Feldhaus war dein bester Kumpel, der hat Wuschelkopfhaare und eigentlich schüchtern, der legt sich mit jedem an und weiß nicht, was er will. Und irgendwann hat sich David von der Gruppe gelöst und er will eigentlich nicht kriminell sein. Du nennst ihn ein Arschloch. Mhm. Morgen wolltet ihr euch verkleiden als Clowns oder als Wölfe und dann geht ihr mit auf den Friedhof und dann hat wahrscheinlich auch jemand ein Messer dabei. Dort ist gestern eine Poolparty gehabt und auf einmal waren alle im Bikini, du bist zwischen zwei Frauen eingeschlafen und du weißt gar nicht, wie das passiert ist. Du denkst, du wärst ein Tiger, so wird mich zumindest die Frauen beschreiben, weil du nicht lange schnackst, sondern du legst einfach direkt los und du hast genug Selbstvertrauen gegenüber den Frauen und du bist manchmal sehr hinterlistig. Und wenn du was haben willst, dann kriegst du das auch und das macht dich, denke ich, sehr attraktiv. Du möchtest als Schauspieler anfangen, du verstellst dich vor allem. Du würdest dich gerne in der Stadt einen Namen machen, du würdest schon ein bisschen krimineller werden, aber du traust dich nicht und du versuchst in der Gruppe immer recht normal zu wirken. Ja, genau das. Tony, ich weiß alles über dich. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Naja, manche würden sagen schlecht, ich würde sagen gut. Okay, kannst du mir da weiterhelfen? Nun, jetzt ist meine Frage, wobei willst du meine Hilfe? Naja, ich würde am liebsten gerne, kann man hier jemanden anmelden bei dir? Geht das? Ja, na und, klar. Und der weiß davon nichts, eventuell? Oder eventuell doch? Natürlich, das geht alles. Okay, weil ich würde gerne diesen, mein größtes Problem ist dieser David. Ich würde ihm gerne einfach mal, dass du den richtig fertig machst. Ich bezahle auch Geld dafür. Der hat mich so, der macht so eine Probleme. Alter. Und wie kommst du denn darauf, dass ich jemanden fertig machen würde? Keine Ahnung, als du mich gestern da an der Tankstelle angesprochen hast, ich war sofort eingeschüchtert. Weiß nicht, ob es an den roten Haaren liegt oder an deiner Wienet-Seite Therapeutin und ich dachte, das wäre doch vielleicht eine ideale Sache, dem was auszuwischen. Ja. Aber wärst du denn, also um da, du findest mich einschüchtern, aber du würdest sagen, du bist ziemlich selbstbewusst. Meinst du, mit deinem Selbstbewusstsein konntest du gegen meine eingeschüchternde Art rebellieren? Ist nicht mein Plan. Nee. Ich bin nicht bei allen selbstbewusst. Bist du bei mir nicht selbstbewusst? Könntest du dir jetzt nicht nehmen, was du willst? Ich glaube nicht. Ja, dann bist du kein Tiger. Dann bist du eine Schnecke. Das hat mir eine Schnecke. Das stand aber in meinem Horoskop, oder da war so eine Frau, die hat irgendwie einen Karten gelesen und hat mir dann mein Krafttier gesagt. Sie meint, ich bin ein Tiger. Okay, dann beweis mir, dass du ein Tiger bist. Ich soll jetzt die Sarah anrufen? Nö. Wir machen das jetzt an einem Beispiel fertig. Also du sagst, du schnackst nicht lange. Okay. Dann zeig doch. Melody? Ja? Wir rauchen mal beide eine Kippe. Bitteschön. Und dann gucken wir uns mal diesen wunderschönen Sonnenuntergang an. Dreh dich einfach mal nach da. Okay, ich dreh mich noch da, aber ich rauche nicht. Ist nicht schlimm, ich geb dir einfach eine Kippe. Ich rauche auch nicht.
Ist das nicht ein schöner Sonnenuntergang? Und hast du nicht Bock, vielleicht noch was zu unternehmen heute oder so? Keine Ahnung, also ich bin heute noch ziemlich voll. Ich muss nachher noch jemanden therapieren, dann muss ich wahrscheinlich noch jemanden mit einer Pistole bedrohen, dann muss ich wahrscheinlich noch jemanden verprügeln. Und ich muss jemanden manipulative Knöpfe im Kopf drücken lassen, damit jemand dafür sorgt, dass jemand umgebracht wird. Hoppla. Hört sich gut an? Bin dabei, ich habe auch eine Waffe dabei. Und wer dir zu nahe... Oh, dann die Kopfschmerzen. Das ist kein Problem, wir warten einfach. Wir warten. Und weggesagt. RP-Flucht, das war zu viel. Ein Tiger. Shit. Dann warten wir. Nom, nom, nom. Okay, das war vielleicht ein kleiner Mental Breakdown. Ja, ich merke schon. Bist du noch da? Ja. Hallo? Ja. Ah. Ja, Mental Breakdown. Weißt du was? Ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, ich sollte nochmal über mein Leben nachdenken. Toni, ja. Du bist eine Schnecke. Weil du verkriechst dich immer in deinem Schneckenhäuschen. Warum verstellst du dich vor den anderen? Komm doch einfach raus aus dem Häuschen und sei du selbst. Toni, warum schüchterst du nicht alle ein? Dann kannst du dir einfach nehmen, was du willst. Mach's ja einfach so. Verstehe ich nicht. Was hält dich denn davon ab, dich zu verstellen? Nichts. Ich hab das innere Bedürfnis, zu springen oder dir einer reinzuhauen. Option 1 klingt valide, das würde jeder machen. Option 2 ist ein bisschen schwierig, weil dann müsste ich dich vom Boden aufkratzen. Okay. Kann eine Schnecke schwimmen? Schwierig, wenn sie glibbrig ist, nicht. Kann ich auch ein kleiner Fisch sein? Nein, du bist eine Schnecke. Okay. Ja. So? Ja. Okay, und jetzt? Und jetzt will ich, dass du dich aus dem Schneckenhaus befreist. Ich will, dass das Schneckenhaus niedergetreten wird. Ich kann es auch für dich zertreten, wenn du willst. Wenn ich dieses Schneckenhaus zertrete, dann ist es kaputt und es gibt kein Zurück mehr. Und dann ist keine Zeit mehr, sich zu verstellen vor den anderen. Okay, dann werde ich ein anderer sein? Ja. Absolut. Okay. Ich will, dass du so bist, wie du bist. Ich will, dass du deine dunkelsten Gedanken einfach freien Lauf lässt vor den Leuten. Wenn du jemanden ansiehst und du denkst, boah, der ist voll hässlich, dann sag ihm, dass er voll hässlich ist. Und wenn er dich schlägt, dann schlag einfach zurück. Okay, mach ich. Sag mal, ist das da hinten... Nee. Sarah? Nein. Niemals. Scheiße. Bleib liegen. Okay, ich bin eine Schnecke. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht! Was machst du? Du bleibst hier. Okay. Entschuldigung, Zara? Oh, hallo? Du bist Zara, oder? Ja. Komm mal mit. Okay. Zara, das ist meine Schnecke. Okay. Kennst du diese Schnecke? Vielleicht.
Natürlich kennst du diese Schnecke. Also als Schnecke kenne ich ihn nicht, für mich ist das der Opi. Opi? Ja, ja, er war mal 85 Jahre alt. Ja, lange Vorgeschichte, ist okay. Alles gut, das habe ich hinter mir gelassen. Sarah, ich bin doch nicht so alt. Okay, macht ihr viel miteinander? Ja, schon. Ich habe gehört, ihr wart in Casinos, noch auf einer Gala und Bubble Tea trinken. Und du bleibst jetzt hier liegen. Okay. Ja, genau, wir sind eigentlich jeden Abend unterwegs. Magst du den Tony? Ja, ist halt mein Opi, ja. Mhm. Du sollst mich nicht Opi nennen. Bitte. Aber du warst 85 Jahre alt. Ja, bis Dr. Chuck die Verjüngungstour Tony, es ist an der Zeit, dass du jetzt das sagst, was du denkst. Guck mal, sie nennt dich einfach Opi, damit würde ich nicht umgehen können. Also, das Schneckenhaus löst sich jetzt. So, Fräulein, wenn du mich noch einmal Opi nennst, dann setzt was, dann kriegst du nochmal eine Faust ab. Ich heiß nicht Opi, ich hab einen Namen und das weißt du ganz genau. Haben wir uns verstanden? Aber du hast mich schon zweimal geschlagen. Machst du es nochmal? Ich würde es wieder tun. Ich bin jetzt ein ganz anderer. Und vielleicht habe ich mich auch immer verstellt, wenn ich mit euch unterwegs war. Und jetzt... Sarah, ich kann das nicht mehr. Nenn mich bitte nicht mehr OP. Ich will jetzt alles kriegen, was ich will. Okay? Sonst, muss ich... Ins Wasser schießen? Das will ich nicht. Mhm. Genau, die Fische abschießen. Okay. Ist nicht nett. Doch. Hör jetzt auf damit. Mhm. Sonst gehe ich zu... Sonst, ja? Gehst du dann zu Dr. Chuck wieder? Nein, dem trete ich gleich den Fuß ins Gesicht. Der kann mich mal mit seinen blauen Pillen. Der hat mir Koks gegeben. Das ist doch nett von ihm. Ich werde den anzeigen. Ja, ich werde den anzeigen. Der hat Koks. Und dann werde ich David eins auswischen. Der kriegt meinen Fuß ins Gesicht. Und dieser Johnny. Mach ruhig weiter. Dem trete ich richtig vom Fahrrad. Hallo? Jonathan, kannst du jemanden verprügeln kommen? Ich weiß, wir sind gerade nicht cool miteinander, aber du kannst jemanden verprügeln. Ab dem heutigen Tag an werde ich meine Beziehung konsequent ausspielen. Also nein. Viel Spaß. Sein Lappen. Nö, du warst scheiße zu mir. Überleg dir das lieber. Das ist echt. Ich dachte, wir sind Freunde. Wow. Komm, Sarah. Oh, ihr bleibt jetzt hier, verdammte Schönen Scheiße. Schönen Abend noch. Alter, du bleibst hier. Ich lasse mich komischer nicht. Typ. Ist ja nicht funktioniert. Irgendwie nicht. Aber war das gut? Ja, war ganz okay, nur dass es nicht funktioniert hat. Ja. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Naja, du wirst einfach, du wirst dich von ihr einfach distanzieren. Okay, krieg ich Absolut. Hin. Absolut, und wenn sie ankommen, dann müssen sie wegstoßen. Okay, das krieg ich vielleicht hin. Ja, muss ich hinkriegen, auf jeden Fall. Gut. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass sie aufhört, sich zu verstellen. Gut. Ja. Ist okay. Mach ich. Gut. Du wirst doch von mir hören. Ich hoffe doch. Na klar. Danke erstmal. Und. Wie viel Geld hast du bei dir? $412 und 85 Penny. Okay, gib mir $410. Hier. 411. Sehr gut. Danke. Gut, und jetzt flieg. Ich meine schwimmen. Mit Anlauf? Mit Anlauf. Okay. Wie eine Schnecke, die nicht schwimmen kann. Korrekt. Jabadabadu! So. Hallo?
Ja, Stefan hat mir diese Nummer gegeben. Werden Sie noch gesucht oder sind Sie wieder aufgetaucht? Ich bin schon lange wieder da. Okay, perfekt. Dann grüßen Sie. Haben Sie noch Kontakt mit Stefano? Ja, so ein bisschen. Okay, dann grüßen Sie ihn von Big Mac. Big Mac? Ja. Big Mac. Du hast mir doch meine Pistole ins Gesicht gehalten. Das war bestimmt mein Bruder. Achso, dann war der das. Ja. Ah. Ja. Okay. Okay, dann hat sich das erledigt. Alles klar, dann ist der Auftrag von Stefano abgehakt. Ist abgehakt. Perfekt. Bis dann. Hallo? Stefano, kommst du zum Pier? Ja, wieso? Zum Parkplatz? Ich muss dir ein bisschen was erzählen. Ja, ich komme sofort. Doch, jetzt gleich. Bis dann. Ah! Ach du Gott. Schönen Tag noch. Ja auch. Und komm ja nicht zurück. Oh, ein bisschen mehr essen. Ja, ich glaube, es kommt nicht zurück, war an die andere gerichtet. Hier draufklicken. Was ist das denn? Treffen Sie Menschen mit Gemeinsamkeiten? Oh, wie geil wäre das, wenn es hier so eine Dating-App gäbe, ne? Ich würde mich so darin verlieren. Junge, ich würde mich so darin verlieren. Wenn es hier eine Dating-App gäbe. Yo. Das gibt's nicht. Nein, gibt's nicht. Ja? Herr, ich bin beim Pier, wo bist du? Na, am Parkplatz. Wo am Parkplatz? Nee, hier Parkplatz. Pier. Warte mal kurz. Ja, bei dem Del Piero Taxi. Ja, sag doch Taxi mal geil. Ja, ich bin jetzt hochgefahren. Ja, dann... Oh, ich seh dich da fahren. Ja, ich komm jetzt. Jo. Moin. Hallo. Was ist das denn für ein Kleid, ja? Na, ich mein Arbeitsoutfit. Das ist ein Teppich als Kleid, oder was ist das? Ja, da fühle ich mich komfortabel mit. Ach du Scheiße, ey. Ja.
Erzähl mal, was ist los? Ich hab Informationen für dich. Weiß aber nicht, ob ich sie dir erzähle. Ja, sag mal. Machen wir jetzt nicht diesen, Junge, sag mal jetzt. Also. Ich hab gehört, Jody arbeitet bei dir. Nein. Jody? Ah, Jody! Ja, Jody. Nicht Johnny, ich dachte Johnny. Nee, Jody. Ja, was mit dir? Und du hast wohl gesagt, dass du sie nur eingestellt hast, weil du sie hot findest. Nein, ich habe gesagt, wir haben zu wenig Miezen. Ne? Wir haben Miezen. Sie hat gesagt, dass du sie eingestellt hast, weil du sie hot findest. Ja, was denkt ihr, wer der ist? Denkt sie, die ist Topmodel oder was? Und alles, was ich hier sage, hast du nicht von mir. Nein, habe ich nicht. Und ja. Johnny hat gesagt, dass sie eigentlich nur eingestempelt ist und im Funk, damit sie alles hört, um Geld zu kriegen. Und sie macht nichts. Das hat sie gestern gesagt um 22.05 Uhr an der Tankstelle. Alter, was ne Bitch. Juno meinte, die ist gestern da. Ich habe gefragt, ob die arbeitet. Ja. Und die hat dazu hat Juno auch nichts gesagt. Juna also, ja? Ja, Juna, ja. Juna, warte. Ach ja, Juna hat ein Date mit Jonathan. Was, Junge? Ich schwör's dir. Okay, wenn du das jetzt auch weißt, dann stimmt das. Mich hat jemand angerufen, hat gesagt, die haben ein Date. Dann bin ich aber zu Juna gegangen, hab sie gefragt, ob das stimmt. Die meinte, nein. Die meinte, die hat zufällig Johnny beim irgendwo gesehen und so. Da, wo man Dietriche macht. Aber das hast du nicht von mir, okay? Nein, warte, ich bin noch nicht fertig. Dann habe ich gesagt, so, Junge, hatte ich den Date, bla bla. Sie meinte, nein. Dann bin ich zu Johnny. Johnny ist direkt von mir abgehauen. Ich denke so, hä, warum haut er jetzt ab? Dann habe ich so, Junge, bleib mal stehen. Und dann habe ich mit ihm geredet, habe ihn gefragt, warst du gestern arbeiten? Und dann hat er gesagt, nein. Also hat der gelogen, als einer von beiden haben gelogen. Weil, Junge... Die hatten ein Date, ich schwör's dir, die hatten ein Date, die haben mich angerufen. Jody weiß es auch und Leslie weiß es auch. Du hast nur beide Fragen. Scheiße. Und die wurden auch irgendwie fast abgezogen von der Gang, also von der Blauen, von den Blauen, aber die konnten sich auch rausreden. Ja, so ein Typ von den Blauen hat mich auch angerufen. Ja. Der hat mir das gesagt. Ja, siehst du? Boah, gern geschehen, Stefano. Juno, diese Bitch, ich schwör's dir, die kann nicht. Also, nein, ey. Was mach ich denn jetzt? Ich brauch deine Hilfe. Wie soll ich dir denn helfen? Ich kann. Wir müssen die irgendwie ficken. Also, ich bin nur im Hintergrund. Ich habe Informationen über Informationen. Was ist denn? Junge, warum bekommst du solche Infos? Naja, ich rede mit niemandem mehr, sondern ich höre einfach nur noch zu. Man bemerkt mich gar nicht mehr, wie so ein kleiner Ninja. Melody, was soll ich machen? Was du machen sollst? Ja. Die lügen mich alle an. Ja, solltest dich mal fragen, in welchem Umfeld du dich befindest. Ich habe mich bewusst distanziert von der Tankstelle. Das sind alles nur Heuchler und 31er. Ich brauche deine Hilfe. Du musst mir jetzt helfen. Ist Juna da? Die sind beide. Ich habe die sogar gerade allein gelassen, mein DJ. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, bin ich dumm? Ja. Du bist dumm? Nein, ich bin nicht mehr so dumm. Ich wüsste, du hast uns alle gefickt, ne? Ich wüsste, am Anfang dachte ich, du bist hart blöd. Und jetzt bist du irgendwie so die weiß ich nicht. Ich warte deine Hilfe. Ey, ohne Spaß, ne? Du bist wirklich meine beste Freundin, ohne Spaß. Ey. Also, ich nehme alles zurück. Alles zurück. Was ich bisher dir alles gesagt habe und getan habe. Tut mir leid, ey. Lass wieder von null anfangen. Ja, und dann kommst du wieder an und bist wieder wechselhaft. Und dann nein, ich bin nicht wechselhaft, ich schwöre, du bist die einzig wahre. Ja, okay, das reicht, Stefano. Ja, warte, jetzt muss ich auch mal die Beste. Ich weiß, ey. Darf ich dich umarmen? Komm, ich umarmen. Ja, noch kurz. Ja, okay, kurz. Ja, ist okay. Aha, ja, das ist echt gut, ey. Ich weiß. Ja. Kannst du mir helfen, bitte? Ja, was willst du denn? Was soll ich machen? Was soll ich jetzt mit denen anstellen? Also, die sind jetzt alle jetzt, die denken jetzt, ich glaub denen. Ne? Ja.
Aber jetzt habe ich jetzt die Wahrheit wirklich jetzt auch noch. Wenn du das jetzt auch noch sagst, dann muss es ja stimmen. Mm. Was muss ich jetzt mit? Die sind jetzt allein. Die denken noch, ich bin richtig gut mit denen. Was soll ich mit denen machen? Ich finde. Ach du, ich glaube, du solltest beiden ein jeweils ausgedachtes Geheimnis erzählen. Aber das Geheimnis muss ich nur ganz leicht voneinander unterscheiden. Zum Beispiel, wenn du von einem Pullover erzählst, dem einen erzählst du rot und dem anderen erzählst du blau. Und dann musst du irgendwie rausfinden, dass jemand das Geheimnis verrät, aber mit der richtigen Farbe. Ach, ich ist so komisch, das ist so schwer zu kommen, das ist so schwer zu erklären. Da gab es damals so ein Experiment. Also wenn du die einfach nur verprügelst, ist langweilig. Ich finde, du solltest ein paar Psychospielchen spielen. Ja, weil ich bin auch nicht recht. Aber Psychospielchen, du musst doch jetzt sicher tachen. Ja, ich muss überlegen. Psychologin, was auch. Ich muss überlegen. Also erstmal solltest du beide nochmal konfrontieren. So voll auf Wahrheit getrimmt und so sagen, sag bitte die Wahrheit, mir geht's so schlecht und irgendwie, und das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Also soll ich nochmal mit dem reden und sagen, sag mir jetzt die Wahrheit, oder? Ja, aber nicht so aggressiv. Nicht aggressiv. Sondern wirklich so echt verletzt und bestürzt, dass da was dran ist und dass du Juna einen Heiratsantrag machen willst. Und das geht nur, wenn sie wirklich treu ist. Ja. Ja. Heirat. Ja, musst du ja nicht machen, weil du das willst. Ja, aber wir treiben es doch nur. Also. Ja, aber also, so weit wollten wir nicht gehen. Ich dachte, du liebst sie. Ja, ich sag's dir. Ja, also, ja, ich bin jetzt auch nicht ohne, ne? Ich habe auch andere Mieten. Ja, irgendwie habt ihr beide andere Mieten. Dann mach doch einfach Schluss. Also, naja, aber weißt du, irgendwie, weißt du, so, irgendwie kann man auch nicht Schluss machen. Ja, weil ihr also, voneinander emotional abhängig seid. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Also ich meine, als ich wieder im Urlaub war, habe ich auch Jessica geballert, ne? Jetzt ist ja. Jessica verschwunden, ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, sehr gut. Ist so. Ja, aber nee, nur ich darf das, aber sie nicht, ich habe keinen Bock drauf. Ja, so. Stefan, du versuchst ein Alpha zu sein, aber wenn du das machst, bist du nur ein Gamma. Wie jetzt? Was ist? Naja, also dieses Jahr, ich darf, aber sie darf nicht. Nee, Ah, Juna, ich weiß ja nicht. Juna ist halt so. Melody, Mann, ich weiß nicht weiter. Ich schwör's, ich heule gleich hier, ey. Ja, weiß nicht heulen. Es gibt noch ganz viele andere Miezen. Ja, schon, ne? Ja, eben. Also, es gibt richtig, richtig, richtig gute Miezen. Sag mal, steht dein Dings noch, wie heißt das hier? Ja. Du wolltest mal auch mal was von mir. Steht das noch? Nein. Auf gar keinen Fall. Hä, hey, wieso denn, ey? Du wolltest sowas von mir. Stefano, ne. Hey, ich bin doch voll gut aussehend und so, ey. Stefano, ich lass mich nie wieder auf sowas ein. Da bin ich durch. Ja, wieso denn jetzt? Einmal, Junge, guck mal jetzt hier. Juna, Melody. Ach, warum mich Juna nennen? Nein, ich hab das jetzt, ne? Ich muss... Ja. Melody, weck dich jetzt, ne? Guck mal, dein Daddy ist irgendwie heute jetzt eh nicht da. Ja, der ist ganz lange weg. Also richtig ja, lange. Also... Wie? Also er meinte, dass er jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen weg ist und vielleicht guckt sein oh, wie heißt er, Stief, nee, nicht der, die, sein, irgendein anderer Verwandter. Achso, ist was passiert oder was? Nee, der will einfach mal ein bisschen entspannen und ist mit dem Boot unterwegs. Ah, verstehe. Achso, okay, ja, wenn dann ist gut, ja. Ja, aber ja, ich habe ansonsten, habe ich Pinsel abgeschossen und der ist anscheinend... Jetzt von so ich kann auch Juna abschießen. Guck mal, wir sind noch beide Single, Digga. Auf gar keinen Fall. Dafür bin ich nicht. Warum denn jetzt, ey? Stefano. Vor 2 Wochen wolltest du noch was von mir, Junge. Jetzt auf einmal liebst du mich nicht mehr, oder was? Das glaube ich dir nicht. Ich hab dich nie geliebt. Ja, komm, laber nicht. Du machst jetzt extra. Ich hab dir den Kopf gegeben, okay? Ich weiß. So, und das tut halt weh, so, ja. Aber... Ja, passiert halt. Lass ruhig nochmal das zurück, wie gesagt. Ich hab gerade gemerkt, Stefano, ich hatte von Anfang an Gefühle für Pinsel. Du laberst scheiße. Du laberst scheiße, das glaube ich denen nicht. Auf gar keinen Fall. Schon seit Tag 1, wo wir uns noch einmal im Klamotten angesehen haben. Da hat es schon bei uns so gefunkt. Weißt du, was ich meine? Nee. Doch, Digga, ich sag's dir. Dann habe ich dir mein Haus und mein Tür geöffnet. Du wolltest bei mir pennen und so. Das hat eigentlich... Ich sag dir, Melody.
Melody, ohne Spaß, ihr was? Du bist meine Frau, Melody. Du bist meine Frau. Stefan, das ist genug. Soll ich sie kicken? Soll ich ihn noch kicken? Ich scheiß noch weiter, Digga. Naja, dann rennst du direkt in Jonathans Arme. Ich weiß nicht, ob du das willst. Hä, wieso? Naja, ich gehe sehr stark davon aus. Moment, warte, ich habe eine Idee. Ja. Ich kann mich darum kümmern. Ich meine, Juna hat ein bisschen Groll auf mich. Ich kann ein bisschen rumheulen und mich entschuldigen. Und Juna ist ja sowieso so ein offenes Buch. Ich glaube, die erzählt mir direkt alles. Okay, ja. So, das kann ich machen. Und dann kann ich schauen, dass ich dir erzähle, was sie gesagt hat. Ich versuche herauszufinden, was sie am meisten verletzen würde und so. Ich mache mit dir so ein Therapieding. Da werden die Leute mal ehrlich. Und ja, aber mach mich bitte nicht an. Ich bin unerreichbar, Stefano. Boah, Digga, jetzt kommen wir nicht damit an, ne? Ich schwöre. Kommen wir nicht mit so, also kommen wir nicht an, mach mich nicht an und so. Dass du unerreichbar bist. Also, wie abgehoben ist das denn, Junge? Nicht abgehoben. Ich habe einfach mein Herz an jemand anderen verloren, der es nicht will. Ja, da, aber du hast was Besseres verdient, ne? Und das bin ich. Auf gar keinen Fall. Wieso bin ich hässlich? Stefano, du spielst nicht in meiner Liga. Digga, ich zeig dir mal, komm mal runter von deinem Trip. Junge! Du, ey! Ich! Ja? Ich bin ganz oben, Melody. Du! Du bist hier. Du bist genau hier unten. Ich bin hier. Und jetzt erzählst du mir, komm mal. Nee, dann löst man dein Problem alleine. Okay, ja, ja, ey, tut mir leid. Okay, du bist ganz oben, ich von unten. Wirklich, du bist die Beste, Melody. Ich bin nicht, wir sind auf gar keinen Fall, also, tut mir wirklich leid. Du bist ganz oben, ich von unten. Ja. Hilf mir einfach. Ich versuche dich aufzukratzen, aber auf dich immer wieder hochnieten zu wollen. Kannst du damit aufhören? Was denn? Kannst du mir einfach nur helfen und deine Wehr. Ich. Ach. An meinem Schuh. Also, komm, jetzt, hör auf damit. Ich schwöre, hör auf damit. Ja, hilf mir einfach. Du musst jetzt das. Mach das nicht, mach das nicht schlimmer. Juri, ich hasse das in den. Ja, gut, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich wüsste. Ja, ich werde es regeln. Gut, Melody. Dann werde ich dann erstmal so tun, als würde ich nichts wissen, ne? Ja. Du redest mit Juna? Ich tue dann immer noch so, als wäre ich gut befreundet mit Johnny und immer noch mit Juna zusammen. Genau, sag ihm, wie sehr du sie liebst. Ja, dann melde ich auf deinen. Also dann warte ich und melde. Ich versuche das heute noch zu klären, weil ich bin nämlich auf Weiterbildung am Wochenende. Bin dann am Montag wieder zurück. Achso, du. Weiterbildung? Ja. Achso, wo ist das denn? Naja, von meiner Psychotherapeutin, sage ich. Ich treffe mich mit vielen Leuten. Ja, ja, ich verstehe, okay. Ja, gut. Muss man ja, ne? Ja. Okay, Melody, dann melde dich bei mir. Mach ich. Du bist die Beste, weißt du das? Ich weiß. Ja, ich, ja. Okay. Ja. Geh bis jetzt. Dann. Ja, ich gehe jetzt auch. Ich hasse es. Ich hasse es. Hab dich lieb, ey. Bis dann. Tschüssi. Ja, ja. Info: Melodyne hat sich heute für Melody als sehr nützlich erwiesen. Melodyne. Erste Demo ist fertig. Ich hatte gesagt. Ich habe beim Singen hab ich gar, tatsächlich gar nichts drauf. Da habe ich gar nichts drauf, tatsächlich. Du musst es meine Stimme hochpitchen? Zeig mal her. Ganz allein. Oh. Ganz allein. Okay, hier steht. Geflohen von
Ich muss tiefer einsingen. An der Pein, wo soll ich hin und wer werd ich sein? Voila. Ich bleib hier und find mein Glück. Boah, wie soll ich... Aber tiefer singen ist echt schwer, vor allem mit dem Charakter. Aber ich kann es versuchen. Aber wenn, dann kann ich erst wieder nächste Woche. Ich am Montag erst zurück bin. Mary geht es leider nicht so gut und ich gehe jetzt etwas früher ins Bett. Ich bin erst Montag wieder. Lass dann anderen reden. Schnell Abend, in 14 mit deiner heftigen heutigen Sitzung. Ach, verdammt. Juna. Achso, du hättest noch höher einsingen müssen, da will ich es lieber spielen. Ah, okay. Ja, kann ich dann... Okay, noch höher. Ja, kann ich... Schau, Montag machen. Oder ich mach's heute noch. Muss ich gucken. Ups. Achso, mein Musik. Okay, dann mache ich das Montag. Oder Karma, genau. Du hast noch nicht gewonnen. Hallöchen. Wir müssen noch zum Auto laufen. Hallo. Ja, ist die Frage, kannst du jetzt noch Auto fahren? Aber langsam, ne? Nicht rennen. Ja. Genau, John. Lässt du mir einen Vorsprung? Nee. Haben wir doch gerade schon. Komm, lass mich. Vorsprung haben. Geh. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja. Nicht dafür. Schönen Abend noch. Ja, genau. Ebenso. Kommt gut nach Hause oder wo auch immer hier hin wollt. Ach, ja, die beiden fahren jetzt nach Hause. Ich gehe erst mal im Stadtpark gucken, was da abgeht. Ah, da ist immer was los, ne? Ja, eben. Ja, dann noch eine angenehme Schicht. Danke. Danke. Tschüss. Hallöchen. Susanne, wie geht's dir? Besser, besser. Also ich habe katastrophal geschlafen, ne? Also es schmerzt halt immer noch, ne? Aber Schmerzmittel regeln, ne? Ja, ich verstehe. Ja, ich hatte gestern Abend einen kleinen mentalen Zusammenbruch. Was? Sagen wir... Warum das denn? Sagen wir, dein schlimmster Albtraum hat mich gestern Abend gebrochen. Was? Warum? Also, wie? Ja... Er wollte mich erschießen. Was? Scheiße. Ja. Aber nicht geschafft, oder? Natürlich nicht, ich bin nett, bin er hier. Ja, hat den Punkt. Ja. Ja, also, ich weiß auch nicht, es ist einfach so schnell gegangen alles. Aber es ist okay, ich halte mich einfach fern von ihm. Ja, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie du das ausgehalten hast. Ja, der Mann da war ist noch das pure Böse. Ja, aber das pure Böse kann auch ganz hübsch sein. Ja, manchmal. Das ist ja das Problem, dass der war immer ganz hübsch und dann hat er das Monster raushängen lassen. Ja. Das ist halt so, als ob so ein Gestaltwandler, das darfst du nicht glauben.
Ja, das trifft's ganz gut. Sie hat sich gestern Zeit für mich genommen, als ich einen mentalen Breakdown hatte und hat sich hingelegt gesagt, komm, mach ein bisschen Girly Talk, was ist los? Und dann habe ich ihn zusammen hochgehabt, ein bisschen erzählt und so. Und dann auf einmal hat er mich ausgenutzt und dann und wollte mich umbringen. Ach du Heilige. Ja. Ja, dann hoffe ich, dass er dann nicht bei dir geschlafen hat, ne? Auf gar keinen Fall. Ah, sehr gut, sehr gut. Um Himmels Willen. Nee, der hat jetzt schon wieder andere. Jetzt gerade ist es Juna. Aber die hat doch Stefano. Ja, das ist das Problem. Weiß der davon? Ich hab's ihm gerade erst gesagt. Wir müssen Juna warnen. Juna ist auch so. Ist die auch so? Ja, Juna hinterher Stefano. Ich kenne die nur flüchtig. Ja, ich werde jetzt ein bisschen versuchen, noch rauszufinden. Okay. Ja. Naja. Oh Mann. Aber wenn alles gut ist bei dir, ist ja alles okay soweit. Ich bin aber auch heute übrigens auf Weiterbildung. Also ich bin erst am Montag wieder erreichbar. Okay, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, ne? Genieß die Zeit da und die Zeit ohne Pony. Auf jeden Fall. Ja. Wisst ihr irgendwas über Pinsel? Nee. Den habe ich eigentlich nie gesehen. Okay. Bin ich der so eine Spalte gefallen? Ja, genau. Was ist denn passiert? Am Mount Syriac. Was? Ja, was ist dann passiert? Die Leute haben ihn gesucht, die Polizei. Er wurde dann auch gefunden. Ja. Dann wurde er quasi mit unserem Spezial... Lebendig, ja. Und dann wurde er mit dem Spezialfahrzeug bei uns auch ins Krankenhaus gebracht. Ich weiß, dass er auch über Nacht liegen geblieben ist. Aber ich weiß nicht, ob er noch auf Station ist. Okay. Müsstest du vielleicht mal gucken, Susanne, ob im, im Streifenblatt was steht. Ob ein Zimmer belegt ist. Das stimmt. Gucken wir doch mal kurz. Oh, ja. Willst du denn das wissen? Also mich interessiert's. Ich bin neugierig. Okay. Ja, du kannst ruhig einfach mitkommen zum RTW. Okay. Bei dem Bordcomputer? Gucken wir mal. Nach der Akte schon. Was? Also, hier nach dem System liegt er noch bei uns. Oh. Okay. Aber warte. Vielleicht hat es auch einfach jemand vergessen auszutragen. Auch möglich natürlich. Ja. Oh, da gibt's keine Akte zu. Ich weiß, dass ihn Kai vom Mount runtergeholt hat. Ich glaube, es ging ihm auch dem Unsprechenden entsprechend gut. Also er ist jetzt nicht irgendwie tödlich verletzt worden oder so. Melody, willst du kurz von der Tür ein bisschen weg? Ich komme wieder auch noch mal raus. Okay. Das interessiert mich natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Einfach allgemein informativ. Ja, genau. Ja. Willst du mir seine Nummer geben? Dann rufe ich den oder gucke ich mal, ob der da ist. 788 615 615 Gut. Moment.
Oh nee, das Handy ist ausgeschalten. Okay. Ja, ich bin noch voll drüber hinweg. Also ich... Man fragt ja einfach nur, weil... Man fragt ja nur... Ja, ne? Ja. Aber vielleicht ist es auch halt kaputt gegangen, da auf dem Berg, ne? Wirklich, ja. Ja, okay. Ja. Aber ich will mich umhören. Rein aus Neugierde, ne? In Ordnung. Damit ich es dir sagen kann, wo du besser nicht hingehst. Oder? In Ordnung. Ja. Na gut, dann fahre ich mir noch ein bisschen mit meinem Motorrad rum. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Genieß die Zeit. Ne? Mach ich. Ja. Bis dann, Melodie. Ich hoffe ja eigentlich, dass insgeheim mal wieder ein neuer Kandidat für Melody da ist. Aber dann muss der auch mit diesem Herzblut dabei sein. Stefan auf gar keinen Fall. Ich fand eure Deinem Pinsel Story als eine der emotionalsten überhaupt in der RP-Szene. Ich weiß. Jetzt Luca gut? Heißt doch immer mal ein bisschen lauter. Ist halt ein bisschen peinlich, aber wenn du es cool findest, ist es okay. Warte, schön laut sprechen! Wir chillen einfach auf dem Dach, wir hängen einfach rum. Da. Wir können ein bisschen ihr steht mit gut. Fleck auf dem Dach und hat Waffen in der Hand gehabt, wow. Ja, das ist... Ach, Mann. Was soll ich sagen, hä? Luca soll diesmal nicht so frech sein. Ja. Luca, wo ist Luca? Ist Luca da? War Luca im Krankenhaus? Perfekt. Geht's Luca gut? Ich hab mir da echt ein bisschen Sorgen gemacht, wie der da runtergefallen ist. Weil das Ding ist so, wenn jemand sagt, ja, also wenn wir jetzt in der Überzahl wären, hättet ihr nicht raufgefahren, dann dürft ihr nicht auf hier aufs Grundstück rauf. Ihr wohnt nur blöd. Kamera, alles unser. So ist ein bisschen, also ne? Das ist einfach unangenehm, sag ich dir. Wollt ihr uns Platzverbot geben, Bro? Das hatte ich letztes Mal im DOJ. Weiß nicht, ob Luca hier der Parkwächter ist oder ob der irgendwie der Hausmeister ist oder sowas, aber das ist schon ein bisschen dumm. Leute, hier hinten ist eine Kreidelinie. Keine Ahnung, was ihr da mit dem gesprochen habt. Er hat nur ein bisschen erzählt. Was hat er denn erzählt? Hast du denn abgenommen habt? Ja, weil er... Ja. Weil ich meine, wenn Luca sich entschuldigt, dann gebe ich ihm die Fleck auch wieder. Ja. Das, aus welchem Grund sollte ich? Na los, Luca. Ja, siehst du, ja, Luca, dann kriegst du die Fleck auch nicht wieder. Was soll ich sagen? Also, Bro, du hattest die dickste Fresse. Wir waren hier, um normal zu reden. Das kam nicht so rüber. Willst du mich verarschen? Das kam nicht so rüber. Also, komm mal doch. Hast du, was du zu uns gesagt hast? Yo, wenn ich mehr wäre, dann hätte ich erstmal Platz, weißt du. Ja. Komm doch mal zurück zum Geschäftlichen, ne? Ja, klar hast du so gesagt, schon. Mann. 40%. Scheiße. Hast du dir das gut überlegt, hä, Kai? Was ist mit der Entschuldigung? Was wollt ihr denn jetzt machen dann? Nee, die Frage ist, was bist du denn bereit, uns zu geben? Oder was willst denn du machen? Du kannst nicht zu allem sagen, nö, hab ich keinen Bock, nö, hab ich nicht gehört. Nö, ist nicht passiert. Also mach irgendwas muss ja mal von dir kommen, hä? Was soll von uns kommen? Für ihr was? Verantwortung für was? Du sagst, du willst nichts, du sagst, ihr macht nichts, du sagst, du entschuldigst dich nicht, also... Für das gottverdammte Business, yo. Ja, ist jetzt wieder auf einmal euer Business, oder was?
Nee. Nee, ist unser Business. Weile, aber... sag ich dir, sind wir Teil des Businesses, hä? Aber nee, guck mal, es ist doch immer schön, also, Leute für einen arbeiten zu lassen, oder nicht? Also seid ehrlich, das ist einfach wirtschaftlich kluger. Ja, und jeder weiß, dass wir die Nummer 1 sind. Wer sind Sie eigentlich? Was halten Sie von der ganzen Situation hier? Gottverdammte Nummer 1. Was passiert denn da? Okay, ich weiß nicht, ich glaube, hier ist eine Schießerei gleich oder sowas. Völlig krank, Scheiße, aber ist gut. Das, alles für die Klicks. Wirst du dann wahrscheinlich sehen, würde ich alles mal sagen. Behalte dich bereit. Aber ich hätte die Frage, willst du darüber jetzt erstmal nachdenken oder irgendwie drüber nachdenken, was du uns tun könntest, entgegenkommen könntest? Ja, was kriegen wir denn dafür von euch? Warum sollten wir euch einfach was geben? Weil der ein freches Arschloch war zum Beispiel. Also das wäre jetzt mal ein Punkt. Wir helfen euch, so müsst ihr das sehen, hä? Risikominimierung, Bro. Guck mal, es will doch auch keiner, dass wenn man irgendwo tickt, irgendwo in falschen Orten, dass irgendwie abgestochen wird, oder? Ja, oder abgezogen, ne? Stellt euch vor, doch, ihr werdet aus den 40 plötzlich 60%. Ja, wir sind ja keine Assis. Nein, aber wenn jemand abgezogen wird, Mann. Beforderungen stellen wir nur, weil der so frech war. Wäre der nicht so frech gewesen, wäre es ja, nicht so mal ja, genau. Eigentlich wollten eure Aussage war, ihr wolltet 20% haben, egal was ist. Nein, das... Scheiße. Luca. Hä? Wer ist... Ja, es gibt... Es weil gibt, ich aber, mir es leisten dumm, kann, Bro. Luca und es gibt nicht. Frech. Ja, Luca war dumm. Ah, okay. Das war also ich weiß ja nicht, wie viele Beleidigungen ihr mir jetzt schon in den Kopf geworfen habt. Ich habe gesagt, ihr sollt das Maul halten, aber ne? Das war eine von vielen, Luca. Ja. Scheiße. Okay, wie nennst denn du das, wenn du jemandem sagst, yo, als Passverweis, also wie würdest du das denn bezeichnen? Als klug? Ich hab euch kein. Sag mal, das habe ich euch auch heute Mittag gesagt oder heute Nachmittag. Stimmt, du hast gesagt, wenn mehrere Leute von euch da wären, dann hätten wir Platz dabei. Entschuldigung. Hallo? Ja, hallo, hier ist Earl von der Nummer gegen Kummer. Ich hatte vorhin schon mal angerufen. Und zwar wegen der Show und so. Morgen ohne Sorgen. Ach ja, wo. Genau, ja. Und zwar, ich wollte nur Bescheid geben, dass es vor dem Wochenende nichts wird. Das ist voll in Ordnung. Ich bin sowieso auf Weiterbildung und am Montag wieder zurück. Okay, super. Ja, dann sprechen wir Montag oder so nochmal. Perfekt, machen wir so. Okay, super. Mehr wollte ich auch gar nicht. Also, das kann ich ihn nicht einspeichern. Was? In ein Telefonbuch, also das kann ich dich einspeichern. Ich bin Earl. Von der Nummer gegen Kummer. Nummer gegen Kummer. Du bist die Nummer gegen Kummer? Ja, mich ruft man an, wenn man traurig ist und so. Mich ruft man auch an, wenn man traurig ist und so. Echt? Ja, ich bin Psychotherapeutin. Okay. Und wie lange machst du das schon? Seit ein paar Tagen. Oh, okay. Hilfst ja, dann bist du ja gar keine Konkurrenz. Hilfst du den Leuten richtig oder verschlimmbesserst du? Ich helfe richtig viel. Glaub mir, ich bin echt gut da drin. Ach so, ja dann im Grunde verschlimmbessere ich das bei den Leuten und dann kommen die zu dir. Das ist doch perfekt. Oh ja, das ist dann voll so Kunden weitergeben und so. Ja, genau. Vielleicht so, können wir gegenseitig Werbung machen. Ja, wenn es den Leuten zu gut geht, dann schicke ich sie zu dir. Genau, wenn sie zu schlecht geht, dann zu dir. Genau. Ja, dann ist das so ein Kreislauf. Ja, genau. Wie so ein Viereck. Ja, genau. Okay, machen wir so. Okay, ich speichere dich ein, Earl. Okay, super. Und dann wie gesagt, ich melde mich Montag da. Ja, alles gut. Okay, dann schönen Abend. Ja, auch. Tschüss. Tschüssi. Und noch eine Nummer. Wie soll ich das schreiben? Nummer gegen Kummer. Ich habe so viele Nummern. Ich glaube, die Hälfte von dem Server spielt nicht mal mehr, Alter.
stimmt, Earl mit EA. Egal, Earl. Ich meine, das ist ja euer Hut, Joghurt. Nicht zu uns, sag ich dir ehrlich. Ja, wir sind nur von der Presse, damit ihr Bescheid wisst. Wir aber machen ihr das. Sie informiert. Was haben wir informiert? Also, wir haben das. Woher haben wollen das, Sie denn Bescheid wissen? Ja. Wir waren doch vorher bei euch, oder das, nicht? Wir haben das von der Stadt gehört und deswegen sind wir zu euch. Wir sind gekommen und haben gesagt, ja, um 9:30 kommt jemand. Ah, okay. Also, dann ist. Ich hab ja eure Bilder, dann kann die Presse jetzt auch mal gehen, glaube ich, oder? Nein, nein, noch nicht ganz. Also, das ist jetzt vorbei hier. Ja, für euch auf jeden Fall schon, Mann. Wir sind nur eine unparteiische Plattform hier. Also, ja, wir ist gar kein Problem. Boah, ich würde so gerne. Also, war nett mit euch. Aber wieso? Ich glaube, wir sind hier unerwünscht, Leute. Ich glaube okay. Nicht, dass das Kai ist, der da gerade spricht. Der hat Ansage gemacht gerade, ne? Sag ich dir, wie es ist. Ja, diese Ansage drückt, sag ja, ich dir. Ja, der kann sich durchsetzen, sag ich dir. Okay, Leute, macht euch fertig da oben jetzt, nehmt eure scheiß Sachen, eure Bilder und dann ist okay, gut. Ja? Okay, okay, wir hauen ab. Okay, okay. Ja, ja. Ja, mit deiner Kamera da hinten kannst du auffällig machen. Ne? Scheiße, wer bist denn du? Wer du bist? Hallo, okay, okay, cool. Ich bin Eve. Scheiße. Weißt du, wenn sie mir ein bisschen unangenehm, ja, ich fühle mich besser. Das bringt Street Cred, yo, weil du. Leute wissen, wer man ist, hä? Ich dachte, ich Melodie, Kopf runter, rein. Kopf runter, Melodie, Kopf runter! Schon, Kopf runter im Moment, ich sag's dir. Die kann, wir müssen wieder hoch. Musik? Du musst wieder hoch, wo du gerade warst, Crispy. Jetzt oder nie? Los! Wow, wow, wow. Scheiße! Scheiße, was ist das denn auf einmal? Halt die Kamera drauf! Fuck, Bro, fuck! Scheiße, was ist denn hier los? Scheiße, aber das Leute von euch oder was? Wer war denn das? Nee, warte, ich steh doch mal. Bro. Scheiße, mit wem hab ich Stress? Ja, wir sollten uns hier verbissen, hier kommen jetzt Kops und Krankenmann gar keinen Bock. Scheiße, schnell weg hier, Leute! Kamera auf ins Auto! Oh Gott, gar keinen Bock auf. Ja, heb doch auf. Och, heb doch auf. Och, gar kein Bock auf Polizei jetzt hier. Dann fragen die wieder und dann müsst ihr festgenommen. Ich glaube, am Wochenende sind eh ein bisschen weniger da, weil die auf der Polaris sind. Also einige zumindest. Oh, hier gibt es ganz viele Notizzettel. Hier gibt es Streichhölzer. Warte mal. Whisky brauche ich noch.
500 Dollar. Ich brauche, ich muss irgendwie, ich werde jetzt mal Whisky besorgen. Dann kann ich, glaube ich, 3 Molotovs herstellen, glaube ich. Anonym an. Ich kann gerade nicht. Ich melde gerade ein Problem. Wo? Wo ist mein Schrottplatz? Wo ist Schrottplatz? Ach, okay. 2202. Okay. Ja, ich habe echt viel Zettelwirtschaft. Das ist ja doch schneller eskaliert, als ich dachte. Frau-Probleme. Oh, hoffentlich hat er nicht geplaudert. Vor allem muss ich vor Jonathan ein bisschen Maul halten jetzt. Ich muss ein bisschen ruhiger bleiben, damit er nicht so viel mitbekommt. Darüber. Scheiße, er meint wirklich mich. Get out of the fucking corner! Get behind me, you think I'm stupid, man? Stand next to Yuna! Stand next to fucking Yuna! Lauf weg, lauf weg! Der schießt! Der hat schon Bonnie und Stefano abgeschossen. Calm down! Ich weiß nicht, was los ist. Calm down! Okay! Lee ist komplett, der läuft amok. Calm down! Okay, calm down! We're down! Lee, hör jetzt auf! Look! Nimm die Waffe jetzt runter! Du kannst nicht auf zwei Frauen schießen. Why not? It's Chinese temperament. Du hast mich gerade Thema Bitch genannt. Jetzt hör auf damit. I don't care. I shoot at man. I shoot at woman. Du bist der Beste. I shoot at animal. Ja, du bist der Krasseste. No. Ja. You are the master. Damn.
Listen, your best friend laying on the ground over there, like idiot. Okay. This guy shot him. Okay. So call an ambulance. Wo bin ich hier reingeraten? Das Problem ist, wenn er auf dich schießt, dann explodiert das Ding hinter dir, weißt du? Ach so. Das ist eine große Explosion. Okay. Don't worry, Melody. I'm not gonna shoot you if you don't do something stupid. I don't do anything. You think you're slick? No, I'm not. Do you think you're slick? I'm not. I'm the worst. Leo muss einen Krankenwagen rufen. Stefano verblutet sonst. I don't give a fuck, man. Was Stefano verblutet, ist dir egal? Yes. Lee! Ich habe tausendmal gesagt, seitdem ich bin hier, I don't care about relationship. I only want the fast money. Ja, aber wenn dein Chef tot ist, dann hast du keinen Job mehr. Dann kriegst du kein fast money mehr. Juna, ich hätte echt ein bisschen Angst. Ja, ich call ambulance. Hat er gerade die Waffe runtergenommen? Ja. Damn! I told you, don't fuck with a Chinese guy. Don't worry, Melody. You good. You good. Call ambulance. Okay, ich ruf ambulance, okay? Yes. Don't worry, my friend. Okay. America, great country. Yeah. Calm down. Okay. Calm down, you red-haired bitch. Calm down. Oh God, run. Don't let me turn this fucking place into graveyard! Don't let me take this fucking place to graveyard! No, you don't take to graveyard! Ich hab Dispatch geschickt. Yes. Was ist passiert? I don't know! Beziehung's crazy, yeah? Oh. Juna ficken with Johnny. Ja. Stefano eifersüchtig. Auf einmal Juna wieder ficken mit Stefano. Oh Gott. Johnny shoot at Stefano, I shoot at Johnny. Yeah. Yuna tried to play slick, but she's dumb bitch. If you shoot me, I shoot her. Yeah, she's a bitch. Who are you? Ich? Yes, who are you? Wer ich bin? Yes. Eine bitch? No. You are Melody. Ja, ich bin Melody. In what terms are you in this relationship? Welche Rolle spielst du hier in diesem... Ich bin genau in der gleichen Lisa. Rolle wie du. Also alle heulen mir nur die Ohren voll. Oh, really? Ja, und ich bin... Take your hands down. Okay. Put down. Okay. Don't worry, my friend. Okay. I'm closer. Okay. How... Not too close. Okay. How are you? Don't worry. Mir geht's nicht gut. Why not? Weil ich... Where have you been? Ich bin von Drama zu Drama und jetzt bin ich hier und jetzt habe ich Angst vor dir. Oh, you're afraid of me because I'm Chinese, aggressive guy. Ja, du bist aggressiv. I'm not aggressive, I'm Chinese. Oh, du bist temperamentvoll. Shima, huh? Shima, what's all you mean? Zhong Kuaile, huh? Ni hao? Zhong Kuaile. Huh? Do you wanna fuck me? No. Do you wanna fuck me? Nein, mich nicht. Okay. Calm down. Okay. Calm down. Okay. I have to... Wait. I have to hide my weapon. Okay. Play along with me. Okay. Lay on the ground. Ich leg mich hin, ja. Pretend to be hurt. Okay. Scheiße. Hier kommt gar keiner, oder? Scheiße, wer liegt da alles? Was ist hier passiert? Alter, Juna liegt hier, warum? Juna! You tried to shoot at me! Was? Juna, was? Yes. Oh nein, Juna, lebt sie doch! I hope not!
Oh Schweini, du Schwein! Wer hat auf mich geschossen von unten? Was macht Melody hier? Idiot Guy! Ja, komm jetzt, ja, das ist okay. Junge, ja, komm her, du Fixer! Ich fick deine... Ja, du bist rein, du Arschloch! Jetzt geht's auf die Fresse, Junge! Was passiert? Ich hab' fertig, Junge! Wie kannst du noch schießen? Verpiss dich, Junge! Warte, Mist, Melody! Was macht Melody jetzt hier, Alter? Don't worry, she's okay! She's okay! Was ist mit Juna? Was hat Juna abgeknallt? Me! Hä? She tried to shoot at me! Wie? Die Schuss? Yes, yes! Du hast Juna erschossen? Yes, why not? It's Chinese temperament! Du kannst nicht alles mit deinem Chinese temperament rechtfertigen! Irgendwann reicht das auch! Du kommst vier Wochen damit durch! Listen! She tried to shoot at me! Ah! Ah! Was hast du Schutzwunden oder was? Hat sie dich getroffen? No. Willst du mich verarschen? Warte mal, du bist gar nicht verletzt. No. Was mit Melody? Auch nicht verletzt. Was zum Teufel ist hier los? Aua, ey, wir haben einen abgeknallt. My arm! Habt ihr es jetzt? My arm! Scheiße, ist das Yoshiko? Bin ich fertig? Nein! Nein! Ah! Oh, nein! Yoshiko! Yoshiko! Nicht Yoshiko, wir sind geliefert! Scheiße! Mein Herz! All wir jetzt helfen, oder wir können wieder fahren, we all ne? got a bullet wound. Okay, ich brauche Hilfe, ich wurde angeschossen. Ich auch. Ja. Okay. Nein. Liebe, er ist nein, nicht angeschossen worden, der liegt nur. No, look at my hand is all red, it was white before. Suchen Sie nach einer Schusswunde, dann sind Sie auf dem besten Wege, die Wahrheit herauszufinden. Ah, ja, ich guck mal. He's confused guy. Look at the way he did dressed. Ich wurde von hinten hier mein, wie nennt man die Scheiße hier? Ja, mein Arm da hier. Kommen Sie bitte! Ah, er tut nur so, er ist der Täter! Ich hab nicht meine Waffe, du Wichser. Eine klassische Täteropferumkehr, nein! Was tun Sie da? Nein! Meine Schulter. Ich kann doch so deine Plaster Schulter? Ja. Guck mir das mal ganz kurz an. Sieht das schlimm aus? Ja. Was? Ah, ja. Nee, geht. Alles gut. War das ein Streifschuss? Das war ein Streifschuss. Also oh, ja, zum Glück kann der Wichser nicht zielen, ey. Bind dir das ab, wir müssen nicht mitnehmen zum Zunähen. Ja. Bist du sie? Mach dir schnell einen Verband rum. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Ja, kein Problem. Sie haben da noch irgendwie was, so Reststücke in der Schulter stecken. Und dann müssen wir uns im Krankenhaus genauer angucken. Meine Freundin liegt da auch noch. Die wurde auch angeschossen. Haben Sie vielleicht einen Ausweis für mich? Retten Sie mein Gesicht, bitte. Retten Sie mein Gesicht. Das ist alles, was sie nämlich hat, Frau Ärztin. Das ist alles, was ich habe. Dankeschön. Dann dürfen Sie hier gerade noch sitzen bleiben. Wir nehmen Sie dann gleich mit. Wir brauchen am aktuellen Dispatch bitte einen zweiten RTW, danke. Warum schießt du auf mich, du Wichser? So. Weil ihr auf mich geschossen habt. Ich hab's meine Waffe. Du warst da hinter der Kiste. Du warst da hinter der Kiste. Ja, aber ich hab mich nur versteckt. Und dann habe ich einfach viermal abgedrückt. Stolz drauf ist dieser Wichser. Ja, das hast du verdient, du dummes Schwein. Ich hab doch nichts zu machen. Wir müssen sie auch mitnehmen, die Kugel steckt noch drin. Die Kugel steckt. Nein, die Kugel muss raus. Nein. Ja. Oh Gott, nein. Alter. So, ich schau mir das mal an. Das kann ich hier leider nicht tun, das muss man halt im Ziel machen. Holen sich die Polizei, Lee hat alle abgeschossen. What is confused bitch talking about? Machen wir mal so einen Duftverband. Ich muss auf jeden Fall was ein bisschen hochschieben. So, ich versuche das hier so gut wie möglich abzubinden und dann müssen wir sie draus operieren. Genau, wir müssen sie auch einmal mitnehmen. Ach, die Kugel, die steckt da noch eine Kugel? Mhm, direkt neben der Wirbelsäule. Scheiße. Na, dann habe ich keine Wahl. Mist. Mhm.
Haben Sie vielleicht schon mal einen Ausweis für mich? Nein. Sie haben keinen Ausweis. Leider nicht. Gut. Ich habe einen. Ich schmier das Blut weg. Ja, das Blut ist mir egal. Ich kann auch noch Bären dran machen, das ist gar kein Problem. Dann müssen Sie auch mal mitkommen. Ich habe so gut wie möglich abgebunden. Ja, klar. So, ich bin hier schon mal wieder zurück. Danke sehr. Gar kein Problem. So. Hier noch jemand Hilfe? Oder? Ja, ich. Ja, soll ich mitkommen jetzt, oder was? Ich hasse dich. Du musst auch mitkommen, ja. So. Wir wurden auch getroffen, oder? Nee, ich bin einfach nur in Ohnmacht gefallen. Das ist einfach nur in Ohnmacht gefallen. Verdammte Scheiße. Okay, dann schau ich mal. Ich kann laufen. Na los, komm. So. Bist du nicht? Oh Gott. Guck mir hier den Kopf mal an. Sieht aber nicht so dramatisch aus. Ich mach das mal ein bisschen sauber hier. Kann kurz ein bisschen brennen. Au, au, au. Au, es brennt, es brennt. Ah, schon vorbei, schon vorbei. Super. So, ich mach mal hier den Dreck so ein bisschen aus der Wunde, nicht, dass sich entzündet. So. Danke. Lass das aber hier so ein bisschen offen, damit das besser abheilen kann. Wenn ich jetzt Wasser drauf mache, haben wir zu viele Haare damit drin. Okay, danke schön. Kein Problem. Möchten Sie mitfahren oder haben Sie eine Möglichkeit, hier wegzukommen? Ich habe eine Möglichkeit. Okay, klar. Ja. Danke. Kein Problem. Ihr müsst... Ich weiß es nicht. Was? Es wird einer weggerobbt. Ja. Kümmern Sie sich um die anderen. Die sind noch todesverletzt. Also die Kugel aus der Wirbelsäule müssten wir rausnehmen, ne? Wenn sie hier über die Erde robben, wird das nicht besser. Meine Pistole. Was? Sehr gut. Ja, danke. Ja, soll dann das kurz wissen? Moment, ja. Bist du dumm? Du kannst uns einfach auf mich... Weißt du, was er gesagt hat, als er geschossen hat? Ihm ist gut. Mir egal, ist das ja nur schnelles Geld. Ja, mir geht's gut, danke. Okay, perfekt. Wie schnelles Geld? Ich hab gesagt, du musst Stefano helfen, du musst die Medics rufen, anstatt uns hier zu bedrohen. Er hat gesagt, das ist ihm egal, er will nur schnelles Geld. Wo ist denn der andere her? Das glaube ich nicht. Das ist so. Das ist Lee. Ist da schon einer drin? Juna, du bist mit Johnny gewesen. Du bist mit ihm weggefahren. Du hast mich betrogen, Stefano. Ich hab ihn nicht betrogen. Wer ist Rose? Wer ist Tiger? Mann, Stefano. Tiger war die Stripperin. Da war ich nur einmal mit Johnny. Ich glaub dir nichts mehr. Ich glaub dir nichts mehr. Fremde Leute kommen zu mir. Fremde Leute kommen auch zu mir. Und was sagen die? Dass du mir fremdgegangen bist. Bin ich nicht. Ja, ich bin dir auch nicht fremdgegangen. Hm. Ja. Aber Fakt ist... Also ich habe euch gesehen, du bist nicht bei mir eingestiegen, du bist mit Johnny weitergefahren. Stefano. Was? Ich hab dich lieb. Juna, ich hab dich auch lieb, Juna, ich will sie. Ich kann schon mal einsteigen. Was ist Melody? Juna, ich sag dir. Ich glaub dir, Juna, scheiß drauf. Ich glaub dir einfach, Juna. Du würdest mich niemals fremd gehen. Okay, ich glaub dir auch. Ich pack schon mal das Krankenhaus hin. Na, wie rein. Wenn er gleich fertig ist. Scheiße. Warum fahren wir nicht? Ich hab eine Kugel irgendwo stecken. Ja, wir müssen noch auf den dritten Patienten warten, der ist gerade noch auf Erde beschäftigt. Ah, okay. Was? Arbeitet der, oder? Ich glaube, der wollte einsteigen, Stefano. Das ist so dumm. Junge, Johnny, steig doch rein, du Wichser da hinten. Ich habe kurze Panikattacke, ich muss mich tatsächlich etwas zusammenreißen. In einer Minute ungefähr komme ich aber wieder bestimmt zu mir. Ich habe dir doch x-mal gesagt, du sollst aufhören zu arbeiten. Wie oft soll ich das noch sagen? Und du denkst, mit Zäumen gehe ich dir fremd? Alles gut. Stefano, bitte. Ich bin halt. Aber das ist auch ein Schrottplatz, Stefano. Der Bügel sind direkt den ganzen Tag. Ich würde den gleich mitnehmen. Leider geht das immer noch nicht.
Ich muss immer noch durchatmen. Du bist echt so dumm, nicht mehr normal. Ich mittlerweile glaube ich sogar, dass Yoshiko schlauer ist. Also ohne Spaß. Ohne Spaß, ey. Wenigstens arbeitet Yoshiko ehrlich. Ohne hier auf dem Feld. Und kann einsteigen. Was macht man dann mit den Sachen, die man gefarmt hat? Ach so, stimmt, du kannst ja dann bauen, ne? Ah, stimmt. Wie farmt man? Gehst du da einfach hin und drückst E oder wie? Halt wie so, das ist aber sehr entspannt. Also jetzt gerade, wie so ein interaktiver Zuschauer. Aber habe ich die Nummer von Lee? Ich habe nicht seine Nummer, ich brauche Manis Nummer. Lee ist skrupellos. Das kommt mir ganz gut, dass es heute so ruhig ist. Dann habe ich heute keinen Grund, so lange aufzubleiben. Das ist gut, da kann ich meine Tasche packen. Morgen geht's nach Hamburg. Heute will aber andere Autos. Entspannt. Dieses Motorrad. Ah. Ronny Bommel. Dieses Motorrad. Das ist deine magische Aura. Hallo, was geht? Nix, ich dann guck noch halt das Motorrad hier an. Ja, das ist von Yoshiko. Nee, ist nicht Yoshiko. Nee, aber die hat auch so eins.
Aber deins sieht cool aus. Ja. Jotiko hat Auto, als ich hier ähnlich. Ach. Wie geht's dir eigentlich? Ja, gut. Wir haben es mitgekriegt, wir waren über euch. Ja. Ich bin irgendwie voll reingeraten, ohne dass ich rein wollte. Wir haben zwar den Anfang verpasst, aber wir haben Stefano da unten brüllen hören. Ja. Du kommst mir bekannt vor, dass du überall reinlandest, wo du nicht hin willst. Ja, die haben Drama. Ihr habt alle Drama. Ja, weil irgendwie die Jona macht rum mit die Joni. Ja, ich habe gar kein Drama. Ich bin anonym und allein. Was soll das heißen? Anonym und allein? Ich bin AA. Du bist im AA, oder was? Ich verarbeite meinen Herzschmerz. Hallo, ich dachte wegen. Ist also doch nicht vorbei. Die letzte Mal? Doch, es ist vorbei. Weil der ist auch gar nicht mehr da. Bist du sicher? Wie, er ist nicht mehr da? Wer ist nicht mehr da? Die Insel oder was? Ja, ich will den Namen gar nicht sagen. Warum wurde denn? Also, der letzte Stand war, dass er von so einem Berg gefallen ist, wo man eigentlich stirbt. Und dann war er irgendwie im Krankenhaus. Und dann habe ich ihn nochmal kurz gesehen, aber seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ist mir natürlich egal, es interessiert mich nicht, ich bin drüber hinweg. Ja, bin drüber, ja, ganz sicher. Oh. Ja. Ich habe einen 900. Arbeitskollegen verloren. Aber das ist auch mein Arbeitskollege. Verdammte Scheiße. Aber ihr wisst nichts. Nein, woher denn? Wenn du die das letzte Mal gesehen hast bei die Krankenhaut? Ja. Du bist drüber hinweg, oder was? Ich bin drüber hinweg. Ja, interessiert mich nicht. Na, ich hab gelesen, du nimmst dir wieder ein paar Tage Auszeit. Ja. Mit Termin. Ich mache am Wochenende eine Weiterbildung. Okay, von dir. Ja, weil ich bin der Psychotherapeutin und ich muss mich ja mit den anderen noch unterhalten. Und Mutter noch ein Plätzchen frei. Wie bitte? Lady first. Ich hab nur gemacht, das hat sich in Wienet gelesen. Ja, genau. Jetzt muss ich mal schauen. Ich hätte gerne eine eigene Praxis. Mein Telefon glüht wirklich. Ich glaube mir das. Hast du denn schon Geld verdient dabei? Oder, ja, oder ja, doch schon. Aber ich habe halt so eine Zettelwirtschaft. Das ist echt anstrengend. Ah, du. Mutter, ja, das kenne ich. Du brauchst einen Assistent, der dir hilft. Die brauchst du als allererstes mal so ein PC, wo man alles anzünden kann. Ja, so ein PC brauche ich. Und am besten, ich würde auch am liebsten nicht meine Privatnummer mehr ausgeben. Ja, der kann verstehen, dann quatscht sich jeder an. Hat du mal gefragt, ob du eine neue kriegst? Wie bitte? Hast du denn noch mal gefragt, so die Abend, ob du dann vielleicht eine neue Telefonnummer kriegen kannst? Ja, ich war schon fragen, aber die meinen, ich soll erst mal so machen und gucken, wie es läuft, ob es überhaupt jemand will. Ja, genau. Und wenn es gut läuft, dann kriegst du ihr Gewerbe. Ja, das läuft halt super gut. Muss aber bedenken, Gewerbekosten, ne, also Gebühr von so einem Haus oder Dings, 5.000 oder ein bisschen höher pro Woche. Ja. $1.000 pro Woche, Junge, das ist nicht normal. Ich frage immer. Weil ich muss, weil es ist echt alles voll. Also Terminkalender komplett voll, ja? Ja. Kein Platz mehr da drin? Hat du das gelernt, oder? Ja, klar. Ja, hat du gelernt? Ja, Erfahrung. Wo ist denn dein Platz noch? Also theoretisch habe ich dann wahrscheinlich am Montag wieder was, aber ich vergebe Montag die Termine. Du, warum, Kiefer, du etwa? Oder warum? Na, warum nicht? Wie war das? Wir das mal angucken. Ja. Ja, würdest du gleich Proberunde machen? Ich meine, siehst du da? Nö, machen wir am Montag. Hallo. Bitte. Naja, guck das nicht, Yoshiko. Aber Yoshiko hat auch so eins, ich will. Ja, Yoshiko hat auch so eins. Was? Ich ruf sie an. Ach so, wir reden von dem Motorrad, von der Farbe. Wir reden über meinen Trendsetter-Farben. Sie kann gut inspirieren, oder? Die blöde Kuh geht wieder mal nicht an ihr Drecks-Telefon. Ich rappe bald aus mit der. Hey, die arbeitet doch gerade. Die war doch gerade auch da unten. Ich weiß nicht, ob die arbeitet. Diese rangehen an den Telefon. Ja, die muss erstmal deinen Chef flicken, unser Chef. Schönen Abend noch. Bis dann. Danke ebenso. Ja, aber ich glaube, ich werde jetzt gleich schon schlafen gehen. Oh, das ist aber früh. Ja, ist nämlich gerade sehr entspannt. Ich muss ja noch, weil ich fahre ja dann morgen auf meine Weiterbildung, muss ja noch meine Koffer packen. Oh, da wollte noch lange Abend hier ein bisschen Koffer. Ja, okay, verstehe. Ja.
Aber ich denke, ich überleg's mal bis Montag. Okay. Was denn? 50-50 Chance. Hier, Melody, wollen wir wetten, ob er macht oder nicht? Ja, der macht. Ja, guck. Ich weiß, dass ich das mache. Also, bist du schon verführt von ihr oder was? Nö. Hä? Es geht ja nicht Rob. Immer nur darum, sag mal. Ja, Rob denkt immer so, genau wie Stefano. Ach. Lude, tun kann ich. Ich bin im Unglück verliebt. Du bist in Unglück verliebt? Ja. Ja. Du warst schon. Ja, vielleicht braucht sie mal eine Therapeutin. Das wäre vielleicht auch mal gut. Ja, ich habe auch einen. Wen denn? Datenschutz. Yeah. Ja. Soll ich mal jetzt einen coolen Abgang? Ja, mach mal die coolen Abgang. Will okay. Ich sehen. Tschüss. Gut, komm und nach Hause. Oh Gott. Das wäre es gewesen, ey. Oh Gott. Oh. Ja, bitte? Hey Tarion, wie geht's dir? Oh, Melody, schön zu hören. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Ich tummel mich hier gerade irgendwo an einer Tankstelle rum und schlauch mich so durch. Oh, hast du dich schon ein bisschen eingelebt, auch jetzt mit deinen neuen Kontaktlinsen? Ja, ich sehe nicht viel, aber wenigstens etwas. Oh. Sagen wir es mal so, ich sehe aus wie ein... Naja, es ist besser, sie sehen mich nicht. Ich habe wenigstens ein paar Kontakte knüpfen können und vielleicht morgen einen neuen Job. Mal schauen, wo es mich da hinten verschlägt. Ja, das klingt ja gut schon mal. Boah, mal gucken, vielleicht finde ich heute noch eine Bleibe, wo ich mich wenigstens mal duschen kann. Mal schauen. Okay, ja, es gibt ja einige Motels. Das ist wohl wahr. Wie geht es Ihnen eigentlich? Ja, es, man kennt sie gut. Gut. Das klingt da jetzt nicht wirklich sehr überzeugend. Ja, muss, man lebt halt. Das ist nicht schlimm. Ich hatte das Gefühl, dass wir so eine Telefonfreundschaft führen. Eine Telefonfreundschaft? Ja, immer wir schreiben, wenn wir nur telefonieren. Wir müssen mal am Montag wieder was machen. Bist du Montag da? Ja, ich nehme das an. Also bis jetzt kann ich mich über meine Kontaktlinsen zumindest nicht beschweren, auch wenn ich nicht gut sehe. Ja. Oder Sachen wieder sehr zermatscht, aber es scheint zu funktionieren. Also ich erzähl's. In Ordnung. Ja, ich bin auf jeden Fall am Wochenende jetzt auf Weiterbildung. Ich bin ja Psychotherapeutin mittlerweile. Ja, deswegen muss ich mich weiterbilden, muss jetzt auch früh schlafen gehen, weil ich meine Koffer packen muss. Also ich bin am Montag wieder da. Oh, das würde mich freuen. Ja. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Also ich bin auf jeden Fall stolz auf Sie, dass Sie tatsächlich da jetzt was Eigenes aufgebaut haben. Ja. Läuft. Das ist doch schon mal gut zu hören. Dann will ich Sie aber auch nicht länger aufhalten und wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Nacht und ich schreibe Ihnen am Montag, wenn ich quasi anwesend sein sollte. In Ordnung, machen wir so. Dann bis dahin. Dann bis dahin. Tschüss. Ciao. Ach, Tarion. Ich glaube, der hat ganz viel Potenzial. Mein Auto ist auf dem Dach. Ja, das sagt mein Kontostand. 87.000. So, und am Montag werde ich mal gucken, ob ich das anfragen kann, ob ich das wirklich offiziell machen kann. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So. Okay. Ja, ich mache jetzt den Feierabend. Ah, das ist gut. Das ist echt gut. Ich bin so stolz auf mich, dass ich es echt früh jetzt hier rausgeschafft habe. Und das heute so spannend ist. Es ist wirklich,
wirklich gut. Bargeld habe ich 6000. Also ich habe 90k habe ich jetzt.